Und jetzt, 40 Jahre Extra 3, die große Satire-Gala mit Christian Ehring. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3. Herzlich willkommen zur großen Geburtstagsgala. Vielen Dank. Es ist eine Sensation. Danke, meine Damen und Herren. Ich kann es selbst gar nicht glauben. Ich würde es auch nicht glauben. Also wenn mich Facebook nicht heute Morgen daran erinnert hätte, 40 Jahre, unglaublich. 40. Geburtstag, das ist für Fernsehverhältnisse unfassbar lang. Für den HSV sind es 160 Trainer. 40 Jahre. Das Tolle ist, wir haben ganz treue Zuschauer, die schauen seit 1976 jede einzelne Sendung und fragen sich seit 40 Jahren, wann kommt die Pointe? Ein 40. Jahrestag ist natürlich auch ein Anlass, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, das darf man durchaus. Was einmal 40 Jahre gehalten hat, das wird so schnell nicht verschwinden. Also in den meisten Fällen zumindest. Ist es so. Im September 1976 lief das erste Mal Extra 3 über den Bildschirm. Moderiert von Dieter Kronzucker. Damals klang auch alles noch ganz anders. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zu unserer dritten Ausgabe von Extra 3. Und das war die lustigste Passage. Ich hätte natürlich im Traum noch nicht daran gedacht, dass ich jemals diese Sendung moderieren würde. Ich meine, da hatte ich noch ganz andere Sachen im Kopf. Das waren die 70er. Sie erinnern sich, alle hatten Koteletten und lange Haare. Auch die Fernsehmoderatoren, diese unglaublichen Matten. Die hatten so viel Haare, man wusste oft gar nicht mehr, ist das noch Tagesshow oder läuft schon Lassie? Es gab auch diese riesigen Röhrenfernseher, manche noch schwarz-weiß. Und wenn man damals das Programm wechseln wollte und trotzdem auf dem Sofa sitzen bleiben wollte, das ging überhaupt nicht. Es gab keine Fernbedienung. Also dafür musste man heiraten. Die 70er, es gab die Limonade Florida Boy, es gab Dolomiti-Eis, es gab brauner Bär und dieses eine Kultzeug, worauf in den 70ern alle so scharf waren, was heute ganz weg ist, wie heißt es noch? SPD, genau. Es gab auch noch kein Internet. Da mussten die Zuschauer persönlich vorbeikommen und einem die Fresse polieren, wenn sie unzufrieden mit der Sendung waren. 1976 wurde Fernsehen von Hand gemacht, mit der Laubsäge quasi. Unsere Social-Media-Abteilung, das war aber damals eine Handvoll Mitarbeiter, die haben ab und zu mal einen Gag aus dem Fenster gebrüllt und waren froh, wenn die Nachbarn zurückgerufen haben, gefällt mir. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen, wir haben uns nicht absetzen lassen und nicht totreden lassen und wir haben uns auch nicht abschütteln lassen in diesen 40 Jahren. Frau Merkel, das ist Stumpfi, der wüsste gerne, was Abgeordnetenbestechung ist. Frau Bundeskanzlerin, hallo, nur eine kurze Frage. Karneval ist ja jetzt schon fast vorbei. Herr Steinbrück, haben Sie eine Sekunde für mich? Ich wollte nur gern wissen, Herr Scholz, Entschuldigung, darf ich? Ja. Frau Homburger, der Rösler, ne? Wie finden Sie den so? Frau Merkel, es ist toll, ich habe schon so viel gelernt heute. Ich finde Sie wirklich so toll, fast so toll wie Sie sich selber. So distanzlos war Merkel nie. Ein echter Schockmoment. Aber Merkel, muss man sagen, ist wirklich immer konsequent an uns vorbeigelaufen. Und umso überraschter war ich heute Morgen, Sie glauben nicht, ich glaube nicht, was passiert ist. Ich hab auf mein Handy geguckt und fand tatsächlich diese Nachricht auf meiner Handy-Mailbox. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Extra 3, leider kann ich zu diesem runden Geburtstag nicht persönlich erscheinen, denn ich muss heute zu Hause den Keller aufräumen. Deshalb wünsche ich dem ganzen Team von Extra 3 alles Gute und falls heute Abend noch Alkohol oder andere Drogen übrig bleiben, kein Problem, das ganze Zeug einfach zu mir nach Berlin schicken zum Wohle. Da war ich schon gerührt. Da war ich richtig gerührt. Aber natürlich ist so ein Jubiläum ein Anlass, auch nochmal wirklich nachzuhaken. Politiker nochmal ganz gezielt zu fragen, was sie wirklich von uns halten. Tobias Schlegel war im Bundestag. 40. Geburtstag. Boah, ist das unsexy. Ob uns dazu im Bundestag jemand gratuliert?
Als ich das noch moderiert habe, war das ja noch eine gute Sendung. Aber jetzt Christian Ehring, dieser Möchtegern-Komiker. Den mag doch hier auch keiner, oder? Wie finden Sie den als Moderator? Ja. Also reden kann er ja nicht. Was halten Sie von dem als Typ? Aber so Kompetenz? Nee. Trotz des weißen Hemdes. Sag ich doch. Der kann nix. Herr Steinmeier, Ihre Lieblingssendung Extra 3 wird 40 Jahre. Können Sie gratulieren? Gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Herr Außenminister, für die warmen Worte. Ich schaue Extra 3 gern und viel. Extra 3 ist damit aber älter als ich. Das heißt, ich bin praktisch mit Extra 3 groß geworden. Es ist so ein bisschen wie der große Bruder. Oh Gott, der kleine Bruder von Extra 3 ist bei der CDU? Wissen die hier überhaupt, was lustig ist? Hätten Sie einen Lieblingswitz? Sagt der Arzt, Sie haben nur noch 2 Tage zu leben, sagt der Doktor, wovon denn? Nee, jetzt habe ich den Witz. Entschuldigung, jetzt habe ich den Witz völlig vermisst. Der Witz war mit dem Musiker, der beim Arzt geht. Und der Arzt, der zum Arzt geht, nicht zum Arzt kommt. So. Was ist gelb und hat nur einen Arm? Ein Bagger. Kann ich mir nicht mehr. Sagt der Arzt, Sie haben nur noch 2 Tage zu leben. Sagt der Musiker, wovon denn? Und ich habe nicht behauptet, dass er lustig ist. War er auch nicht. Ich bin da momentan nicht so gut beim Singen. Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück. Happy Birthday dir, Extra 3. Extra 3 zum 40. Ah, ja, danke für die Glückwünsche. Ich muss los. Tschüss. Danke, Tobias Schlegel und Martina Hauschild. Ja. Ist so eine Sache, wenn wir den Witze erzählen, aber ich kann Ihnen heute zur Feier des Tages einfach mal verraten, wie man in 0,nix eine gute Extra-Live-Moderation herstellt. Man denkt sich einfach was aus und schreibt das hin. Es sei denn, es fällt einem nichts ein. Dann helfen wir Moderatoren uns gern mit dem Gag-Werkzeugkasten. Ja, da ist alles drin, was man braucht. Also hier, klar, sowas, ne, lustige Brillen zur Not. Dann hier zum Beispiel Vergleiche. Das ist ganz wichtig. Vergleiche. Ne, sowas wie, das ist ja, als wäre Rainer Kallmund Chef der Weight Watchers. Oder auch absurde Vergleiche. Extra 3. Lustiger ist nur ein bekifftes Eichhörnchen mit Anzug, das auf der Glatze von Peter Altmaier Macarena tanzt. Ne? Dann gibt es für schwere Fälle gibt es den Hitlerwitz. Also sowas wie, im Verkehrsministerium sagt man hinter vorgehaltener Hand, unter Dobrindt ist wirklich alles schlecht. Und er baut noch nicht mal Autobahnen. Ist ein Downer, merken Sie auch. Ne? Ist ein Downer. Dann hilft meistens wieder ein lustiges Filmplakat. Sowas wie Lost in Gagschreibing. Ne? Oder nicht mal Honig im Kopf. Oder natürlich ziemlich schlechte Witze. Was auch gut funktioniert, ist die falsche Fährte. Kleines Beispiel, Extra 3 und Dschungelcamp. Auf der einen Seite eine über Jahre hinweg erfolgreiche Satire-Sendung, die schonungslos die Missstände unserer Gesellschaft aufdeckt. Auf der anderen Seite Extra 3. Und dann noch irgendwas mit Shades of Grey. Egal warum. Aber es muss immer irgendwas mit Shades of Grey vorkommen. 50 Shades of Ehring, ganz genau. Fertig, Simulation. So, Stimmung haben wir. Aber natürlich, ich mache das nicht allein. Ich hab natürlich Profis. Ich habe Autoren, die mir Sachen schreiben. Das kannst du so alles vor. Milch, Käse, Eier, Klopapier. Das kann. Aber ich habe auch einen echten, wirklich Vollprofi an meiner Seite. Und damit verrate ich Ihnen jetzt ein Geheimnis. Und an meiner Seite stimmt auch in dem Fall nicht so ganz. Das ist Johannes Schlüter. Der gebürtige Göttinger arbeitet als Ehring-Pilot für die NDR-Satire-Sendung Extra 3. Sein Arbeitsplatz ist das sogenannte Cockpit. So, dann fahren wir den Karren mal hoch, ne? So, dann mache ich noch einen Augencheck. Left, right, left, right, all right. Und die Lachtaste nochmal. So, wunderbar. Schlüter steuert den Ehring seit 5 Jahren.
Würden Sie sagen, Ehringpilot ist ein Traumjob? Ach ja. Also zumindest hat der Ehring super Satire-Voraussetzungen. Baujahr 72, abgebrochenes Hochschulstudium und ein super Witzeprogramm. Da tippt man einfach die Namen der Politiker ein und das Programm produziert dann eigenständig einen lustigen Spruch. Wie neulich auf der Redaktionskonferenz. Wir brauchen noch was über Merkel und Seehofer. Gibt's Ideen für Gags? Merkel, Seehofer. Neulich war Stromausfall im Bundestag. Merkel steckte 3 Stunden lang im Fahrstuhl. Seehofer stand 3 Stunden lang auf der Rolltreppe. So gut? Lacht hast du? Ja, man kennt den Ehring ja eigentlich nur in diesem seriösen Sendungsmodus. Guten Abend! Herzlich willkommen zu Extra 3! Aber diese ganze satirische Haltung, das ist auf Dauer so anstrengend. Also in der Freizeit fahre ich den Ehring fast nur im Schluffi-Modus. In jeder Winter- und Sommerpause wird der Ehring gewartet. Hier in der NDR-Moderatorenwerkstatt. Einmal die Lachtaste, bitte. So, läuft. So, einmal den Sprachtest, bitte. Merkel. 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 Seehofer. 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 Erdogan. Erdogan. Vollidiot. Jo, läuft. Johannes Schlüter. Ein Mann steuert den Ehring heldenhaft von Show zu Show. Danke, Dennis Kaub. Und jetzt kommt Friedrich. Liebe Zuschauer, wir möchten heute natürlich denen danken, die uns über all die Jahre damit versorgt haben, was man braucht, um als Satiriker zu überleben. Mit unseren Zulieferern, ja, mit denen wir so gut zusammenarbeiten. Bei denen möchten wir uns bedanken. Zum Beispiel möchten wir uns bedanken bei der CSU für ihr Betreuungsgeld. Darüber konnten wir monatelang reden. Ich glaube, dieses Betreuungsgeld hat Arbeitsplätze erhalten. Ich wette, durch das Betreuungsgeld wurden in der deutschen Satirelandschaft mehr Frauen im Beruf gehalten, als durch das Betreuungsgeld am Beruf gehindert wurden. Und viele Politiker haben uns Vorlagen geliefert, da wären wir nie drauf gekommen, weil sie es drauf haben. Einer wie Alexander Gauland mit seinem Satz, die Leute wollen nicht neben jemandem wie Boateng leben. Der Mann ist für uns eine Spitzenkraft. So einen Satz, den kannst du nicht erfinden. Das kannst du nicht lernen. Das ist Talent. So doof musst du geboren sein. Und natürlich ein ganz besonders großes Dankeschön geht natürlich an Präsident Erdogan, bei dem müssen wir uns wirklich ganz doll bedanken dieses Jahr. Und er hat uns auch gratuliert, das finde ich besonders nett. Er hat uns gratuliert zum 40. Also danke an alle unsere Zulieferer und meine Damen und Herren. Deswegen heute eine ganz besondere Premiere. Der Deutsche Satirepreis 2016 mit Oliver Kalkofe. Drei Menschen haben in diesem Jahr besonders viel für die deutsche Satire geleistet. Hier kommt unser erster Nominierter, Recep Erdogan. Der weltweit beliebte, kauzig, kurzatmige Türkenpräsident mit der Reizschwelle eines tollwütigen tasmanischen Teufels wird im Osmanischen Reich nicht umsonst für seine beinahe magischen politischen Fähigkeiten bewundert. Schuf er doch über Nacht im Rückhandstreich ein fast biblisches Wirtschaftswunder durch das unerwartete Schaffen von ungefähr 100.000 freien Arbeitsstellen. Gut, systemkritisch versiffte Hater mögen behaupten, das hätte nur damit zu tun, dass der paranoide Anatolen Adolf aus einer schlechten Laune heraus mal einfach so ziemlich alles seiner Ämter enthob, das mehr aktive Gehirnzellen besaß als er. Also von der einfachen Amöbe oder Staubmilbe bis hin zu unbequemen Richtern, Lehrern oder Professoren.
Und das alles auch nur dank eines plumpen Putschversuchs, der so elegant inszeniert war wie Istanbul Tag und Nacht oder Mutter Beimer beim einhändigen Eierbraten. Dennoch gelang es ihm genau dadurch, seine von Allah autorisierte Position weiter zu festigen und dem enthemmten Plebs vorzugaukeln, der spontane Inhaftierungsflashmob sei halt nötig gewesen, um zum Schutze der Demokratie auch mal ein bisschen mehr Diktatur zu wagen. Ja, wir können es nicht leugnen, der tolldreiste Türken-Trump Erdogan made Turkey great again. Selbst wenn Meinungsfreiheit und Opposition im türkischen Düden inzwischen als eklige Geschlechtskrankheiten definiert werden, können kritische Journalisten immer noch das schreiben, was sie wollen. Ist halt nur manchmal etwas mühsam, die langen Sätze mit dem Löffel in die Zellenwand zu ritzen. Dafür hält er Merkel und den Rest von Europa mit starker Hand wie Papa Fritzl im politischen Keller gefangen und droht permanent damit, auf dem Gästeklo die Flüchtlingsspülung zu ziehen, falls irgendwer nicht spurt. Tja. Aber trotzdem hat er für zwei der besten Pointen des Jahres gesorgt. Erstens, er hat den Begriff Ziegenficker in den Bundestag gebracht. Und zweitens, dass tausende Türken in Deutschland die Demonstrationsfreiheit nutzen, um ausgerechnet für Erdogan zu demonstrieren, ja, das ist fast noch witziger als Femenaktivistinnen, die vor dem Gerichtsgebäude für Gina Lisa applaudieren. Ja. Daher ein verdienter erster Platz auf der Nominierungsliste für unseren guten Freund Recep Erdogan. Danke, Oliver Kalkofe, und die weiteren Nominierungen folgen gleich. Jetzt aber, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir leider auf ein dunkles Geheimnis von Extra 3 zu sprechen kommen. Ich hatte gehofft, es würde nie rauskommen. Es ist offenbar passiert. Sehen Sie selbst. Panodrama, die Reporter. Hamburg-Lockstedt. Seit 40 Jahren wird hier das Satiremagazin Extra 3 produziert. Witz und Satire, produziert im NDR. Das glaubt doch kein Mensch. Wir wollen herausfinden, wer wirklich hinter den Gags bei Extra 3 steckt und treffen uns mit einem ehemaligen Extra 3-Mitarbeiter. Aus Angst vor seinen alten Kollegen will er unerkannt bleiben. Wie Extra 3 das schafft? Keine Ahnung. Als ich mal nachgefragt habe, wo all die Gags eigentlich herkommen, haben sie mich abserviert. Einfach so, nach all den Jahren. Und gedroht haben sie mir auch, sie wüssten, wo mein Käse liegt. Voll Moppelkatze. Wir recherchieren weiter. Und wir werden fünf. Ein Witzeblauer veröffentlicht auf der Enthüllungsplattform WitziLeaks interne Gag-Bilanzen. Wir konfrontieren den Redaktionsleiter von Extra 3 mit unseren Rechercheergebnissen. Halt, stopp! Das geht jetzt nicht. Das passt gerade gar nicht. Herr Lange, haben Sie systematisch die Ablachwerte manipuliert? Guck mal, was ich kann. Also hier kommen wir offensichtlich nicht weiter, dann eben auf die harte Tour. Um endlich die entscheidenden Beweise zu finden, tarne ich mich als Praktikant Willi und besuche eins der anderen Büros. Ab jetzt mit versteckter Kamera. Mensch, Willi! Ich wollte doch einen Kaffee. Mensch, Willi! Aha. Eine Auftragsbestätigung über 3000 Gags, Typ Schenkelklopfer. Angefertigt in der asiatischen Witzefabrik Gagwondo. Erdogan One-Liner September 2016. Putin-Bashing Best of. Halblustige CSU-Wortspiele. Endlich der Beweis. Extra 3 konnte sich all die Jahre auf dem Satire-Weltmarkt nur behaupten, weil es massenhaft Witze aus Gagfabriken in Fernost zugekauft hatte. Aus sogenannten Billighohnländern. Hallo, Herr Wong. Was können Sie uns über Ihre Arbeitsbedingungen erzählen? Wir müssen hier jeden Tag 40 extra 3-Gags raushauen. Für eine Handvoll Reis. Das ist doch unmenschlich. Da schraube ich lieber iPhones zusammen. Oder gehe zurück in den Bergbau. Tja, liebe Zuschauer. Die Zustände bei extra 3 sind schlimm. Aber etwas Gutes hat unsere Recherche bewiesen. Ich hatte mal wieder recht. Guten Abend. Christoph Lüfter, Tim Grunenthal und Oliver Dohke.
Auch Musik ist ja ein Mittel der Satire. Musik kann eine Waffe sein. Jeder, der mal was von Xavier Naidoo gehört hat, weiß, was ich meine. Es gibt ja viele Songs, die satirische Lieder sind, obwohl man das eigentlich gar nicht sofort merkt. Zum Beispiel Sympathy for the Devil von den Stones damals war eine sehr frühe Kritik an Donald Trump. Oder Highway to Hell, ein Song über die Mitgliedschaft in der AfD. Nicht zu vergessen dieser historische Satire-Song über den Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Es geht eine Träne auf Reisen. Wir von Extra 3 sind ja bekannt für unsere Musikvideos. Hier ein kleiner Überblick. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo wie, Erdo wo, Erdo war. Oje, mine, mine, das ist nur reiner Brüderling. Man fand sie irgendwo, in Dresden oder so. Pegida. Wir sehen immer dein Pokerfest. Du hast wirklich keine Eier. Ein bisschen Hass muss sein. Mr. Patrick, dann wird dein Schwanz nicht ganz so klein. Uschi von der Leyen. Da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Wir sind der FC Bayern. Wir sind der Liga Krösus. Fast so geil wie Jesus. Der kleine grüne Hans Wurst probiert Opposition. Ohne Mumm, ohne Schwung, null Ideen. Bum bum geil. Ja. Lieder zum Mitschunkeln, Lieder, die gute Laune machen. Und bevor wir jetzt gleich auch Musik machen, vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Die härteste Zeit von Extra 3, es waren sicherlich die Jahre 82 bis 1998. Diese 16 Jahre Helmut Kohl. Ja, Helmut Kohl-Witze noch und noch. Es haben viele gute Leute uns damals verlassen Richtung Psychiatrie, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und Zeitzeugen von damals fürchten jetzt die Wiederwahl von Angela Merkel. Die fragen sich, ist es wirklich wieder so weit in Deutschland? Haben wir nichts dazu gelernt? 16 Jahre Kanzlerschaft, wollen wir das wirklich? Zu diesem Thema, meine Damen und Herren, haben wir wieder mal, wie das unsere Art ist, einen Song umgetextet. Und zwar diesmal ein Song von Johannes Oerding. Und er ist heute live bei uns. Herzlich willkommen, Johannes Oerding! Den vierten Stern, hast deinen Job so gern, wohnst lang schon im Kanzleramt. Denkst du bist unersetzlich und deshalb unverletzlich, es hat nur keiner erkannt. Das Gefühl, dass du gerade jetzt doch noch nicht weichen kannst. Weil dir auch gar keiner weit und breit das Wasser reichen kann. Das alles gibt es nur, wenn du klebst, wenn du an deinem Sessel klebst, dich an dir selber überhebst. Das alles gibt es nur, wenn du klebst, wenn du was für richtig hältst, weil du dich für so wichtig hältst, wenn du klebst. Kohl wollte niemals scheiden, nach 16 Jahren noch bleiben, die Ära war ihm zu kurz. Auch Schröder war sich sicher, er wird am Ende kichern. Im Wald war Ausgangsschnurz. Winterkorn dachte nie ans Gehen, sagte er spät Adieu. Auch meinte Wovi trotz BER noch lange Rücktritt. Nö. Das alles gibt es nur, wenn. Wenn du klebst, wenn du an deinem Posten klebst, dich an dir selber überhebst. Alles gibt es nur, wenn du klebst, wenn du das so für richtig hältst, wenn du dich für zu wichtig hältst, wenn du klebst. Du
jetzt schon lange, so langsam wird uns bange. Du gibst den Job nie mehr auf. Wie, ich jetzt? Ja, sicher. Wie, mal 5 Jahre? Das ist doch keine Ära. Ich muss noch weitermachen. Ich meine, es sind noch so viele Seehofer-Gags nicht gemacht worden. Laber nicht. Das alles gibt es nur, wenn, wenn du klickst. Johannes Oerding! Der Deutsche Satirepreis 2016 mit Oliver Kalkofe. Der zweite Nominierte für den Deutschen Satirepreis ist selbstverständlich Donald Trump. Im November werden wir mit ein bisschen Pech alle feststellen, dass der Maya-Kalender mit seinen Prophezeiungen gerade mal um knappe 4 Jahre daneben lag. Dann nämlich hat Amerika vielleicht einen Präsidenten, gegen den uns George W. Bush noch wie der Dalai Lama vorkommen wird. Klar, uns kommt es verrückt vor, dass es überhaupt möglich sein soll, solch einer leider ernst gemeinten menschlichen Mixtur aus Donald und Dagobert Duck die Chance auf das Präsidentenamt einzuräumen. Aber was will man von einem Land erwarten, wo man sich ein Sturmgewehr am Kiosk kaufen kann, aber für ein Tittenheft einen Führerschein braucht? Aber doch, der nächste mächtigste Mann der Welt könnte Donald Trump heißen. Ein lustig aus der Nase dampfender Karottenkopf, der sich ein überfahrenes Meerschweinchen auf die Glatze genagelt hat und gerade versucht, für den Eintrag ins Guinness-Buch einen neuen Rekord im Verprellen von Minderheiten aufzustellen. Schwarze, Mexikaner, Schwule, Frauen. Kurz gesagt, alles, was atmet und weniger verdient als er. Ein Typ so weit rechts, dass er eigentlich in der Lage sein müsste, sich von links schon wieder selbst auf die Schulter zu hauen. Donald Trump, ein sich wütend durch die Wildnis maulendes Wandertourette und wahrscheinlich der einzige Mensch, der ganz alleine in einem Raum noch einen heftigen Streit anfangen könnte. Niemand ist vor ihm sicher. Montag beleidigt er die Eltern eines gefallenen US-Soldaten. Mittwoch schmeißt er eine Mutter mit Kind aus dem Saal. Freitag beißt er dem Weißkopfseeadler den Kopf ab und pinkelt am Sonntag in die Fackel von Lady Liberty. Doch das ist alles völlig egal, denn die postfaktische Riesenklöte pöbelt erfolgreich gegen jede Statistik und jede Vernunft und trampelt jede noch so wahre Wahrheit einfach so lange nieder, bis Hillary die Drähte aus dem Schädel sprengt. Aber allein die theoretische Möglichkeit auf das gelbhaarige Gefühlsgewitter in globaler Führungsposition garantiert ihm den stolzen Platz 2 auf unserer Nominierungsliste für den Deutschen Satirepreis. Danke, Donald Trump. Danke, Oliver Kalkofe. Nominierter Nummer 3 kommt gleich. Das Schöne an unserer Satirewelt ist ja, dass sich alle, die in diesem Metier arbeiten, wahnsinnig gut verstehen. Es gibt keinen Neid, keine Missgunst. Wenn mal eine andere Sendung eine bessere Idee hatte, dann heißt es in der Extra-3-Redaktion nur, kein Problem, die waren besser, die doofen Sackgesichter. Ja, man muss auch mal gönnen können. Und ich denke, es ist ja diese Kollegialität, die sich auch den Zuschauern da draußen durchaus vermittelt. Von wirklich lieben Kollegen haben wir ein Geschenk bekommen, liebe Zuschauer. Sie kennen vielleicht die Schlussglosse von Frontal 21 im ZDF. Toll heißt die und ist es auch. Und diese Glosse wird gemacht von Andreas Wiemers und Werner Doyer. Und die beiden haben eine Folge ganz exklusiv für uns gemacht, in der es um ein Thema geht, das uns sehr gefällt. Um uns. Wenn man sich als Fernsehzuschauer so anguckt, was Extra 3 Woche für Woche veranstaltet, da fragt man sich unwillkürlich, sag mal, nehmen die Drogen? Sind die irre? Wie geht denn sowas? Um das zu beantworten, muss man wissen, dass die Sendung beim NDR gemacht wird. Genau, der Sender mit den besten Katja Riemann-Interviews. Haben Sie jetzt diese Frage jetzt ganz im Ernst gestellt? Na klar. Der NDR wurde kurz nach dem Krieg von Hamburger Amateurfunkern zusammengebaut. Von Anfang an mit voller Unterstützung der Politik. Ja. Programmschwerpunkte sind Sendungen mit Tieren, Sendungen mit Treckern sowie Schaltgespräche aufs Land. Husum, bitte melden. Ja, guten Tag, Frank Seibold, hier spricht Husum. Eine Erfolgsgeschichte. Die Reporter aus dem Norden werden beliebt im ganzen Land.
Wir sind vom NDR, gell? Da passen sie auch hin. Spitzenprodukt vom Spitzensender ist die neue Hauptnachrichtensendung Extra 3. In welche Sendung drehen Sie denn? Extra 3. Extra 3. Ja, bekannte Sendung. Nicht unbedingt immer gut, aber doch bekannt. Es ist wie ein Wunder. Extra 3 erobert die Herzen im Sturm. Für Extra 3 fällt mir wirklich nichts ein. Was soll man sagen? Das wird entweder platt, das gucke ich mir immer staunend und schweigsam an. Extra 3 wird zur Talentschmiede des NDR. Frisch vom norddeutschen Acker kommen die journalistischen Nachwuchskräfte hier direkt ins Studio. Willkommen bei Extra 3. Zahllose, steile TV-Karrieren nehmen so ihren Anfang. Die Stimmung in New York wird immer schlechter, seitdem hier in der 45. Straße ein Müllcontainer umgestürzt ist. Kein Wunder, dass Extra 3 schon nach 38 Jahren, also quasi sofort, ins Erste kommt. Dazu muss man wissen, Sender wie beispielsweise das ZDF sind organisiert wie eine ordentliche Diktatur. In der ARD dagegen regiert der Föderalismus. Ja, da reden alle mit. Und so sieht das Programm dann auch aus. Mal kommt was Lustiges mit Frauen. Mal was ganz Buntes. Und ab und zu kommt ganz überraschend. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Liebe Kollegen. Wir von Extra 3 haben in den vergangenen Jahren auch viele Geschenke überreicht. Wir haben viele Geschenke gemacht an Politiker, an Wirtschaftsbosse. Was haben wir nicht alles verschenkt? Und es kam selten mal was zurück, muss man sagen. Also es hat sich auch kaum mal jemand bedankt oder überhaupt mal gefreut. Sie bekommen von uns die goldene Schürze. Schön. Können Sie gerne jetzt anziehen. Danke. Ein paar Blumen von Extra 3. Herr Wendelbau, wir haben noch ein Gastgeschenk, und zwar diese asiatische Katze mit Knüppel natürlich. Wir freuen uns so sehr, dass Sie da sind. Das ist das goldene Handtuch. Dürfen wir Ihnen das geben? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich komme Ihnen sogar entgegen. Eure Majestät, Eure Majestät, Ihre Krone. Herr Seehofer, setzen Sie doch Ihre Krone auf. Das ist der goldene Polizeiknüppel. Freunde. Machen Sie nicht, sind nicht ein bisschen lächerlich? Wer sind Sie denn eigentlich? Ja. Tobias Schlegel ist der Mann. Und ja, da ist viel zusammengekommen in all den Jahren. 40 Jahre, wir wollen das nicht verschweigen, es ist auch ein schwieriger Geburtstag. 40 Jahre, es ist auch das Alter, in dem Mitglieder der Jungen Union allmählich von zu Hause ausziehen. Und für viele andere ist es schon der Moment im Leben, in dem Happy und Birthday so langsam getrennte Wege gehen. Ja, die besten Stellungen im Kamasutra wählt man nicht mehr zusammen mit dem Partner aus, sondern mit dem Orthopäden. Und so ist es nun mal. Man muss dazu stehen, jede Phase des Lebens ist anders. Die Teenagerzeit hat den Geschmack von Aufbruch und die Twen-Zeit den Geschmack von Party. Die Zeit ab 30 den Geschmack von Power und die Zeit ab 40 den Geschmack von Green Smoothies. So ist es nun mal. Wir begrüßen nun einen Gast, der sich damit auskennt. Der weiß, wie es ist, 40 zu werden, denn was die wenigsten wissen, er ist selbst schon mal 40 geworden, ein echter Profi. Also herzlich willkommen, Olli Schulz. Vielen lieben Dank. Ich sag's gleich vorneweg, ich bin die große Enttäuschung des Abends. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, mir ist etwas aufgefallen, ich bin vor 2 Jahren 40 geworden. 40 ist das neue 50. Ja, es ist wirklich so, es passiert nichts mehr, es ist absoluter Stillstand. Und eigentlich wurde ich heute darum gebeten, eine Laudatio zu halten zum 40. Geburtstag von Extra 3. Eine Huldigung, ein Pamphlet über eine der letzten guten Satire-Sendungen im deutschen Fernsehen. Vielleicht sogar dem Satire-Dinosaurier schlechthin. Aber ich kann es nicht. Das läuft gerade ein Text ab, aber ich kann ihn nicht lesen. Ich kann es nicht machen. Das wäre verlogen, jetzt über die schönen, entspannten Seiten zu reden, die jetzt eigentlich aufklappen, weil man 40 ist. Das ist alles Quatsch. Ich habe mir in den letzten Tagen viel Gedanken gemacht, wie das ist, wenn man 40 wird. Das ist kein Zuckerschlecken, wirklich nicht. Eigentlich ist das richtig scheiße. Also ich muss sagen, ich finde es nicht gut. Früher hatte ich so Energie, war ein witziger Typ, Leute haben gelacht. Ich habe viel improvisieren können, klappt alles nicht mehr. Jetzt muss ich diesen Text hier ablesen. Eigentlich gibt es gar keinen Grund zu feiern heute. Der 40. Geburtstag ist nichts anderes als ein Hundehaufen.
Wirklich, ein Hundehaufen, der auf dem Gehweg ist und den kann man nicht überspringen, da tritt man automatisch rein. Links ist die Wand, rechts sind die Radfahrer und man tritt rein. 40 wird übrigens jeder, wenn er nicht vorher gestorben ist. Also auch das nochmal ganz kurz, so doll ist das alles nicht. Ein Ausweichen ist nicht mehr möglich. Das ist die große Schnittstelle des Lebens. Sind Sie schon 40? Nee. Sehen aber so aus, wirklich, eindeutig. Also wirklich, also viele, die sich auch mit Satire irgendwie auseinandersetzen, sehen sehr, sehr alt aus, muss ich sagen. Ich schaue hier an viele alte, einfache Gesichter, die mal nach oben treten wollen und so. Das weiß ich. Also ist die Schnittstelle des Lebens. Wenn man Fußballer wäre zum Beispiel, dann ist die Karriere vorbei. Da gibt es nichts mehr. Dann kann man noch irgendwie als Fußballer irgendwie in einer Talkshow auftreten oder ein öffentliches Arschloch werden, wie Mario Basler und irgendwie rumrollen und nochmal bei Lanz erzählen, wie geil das damals mit dem Freistoß war. Und alle sagen, ja, das war geil damals vor 15 Jahren. Was machst du seitdem? Lambrusco saufen. Ja. Für einen Politiker jedoch, da beginnt erst die starke Zeit mit 40. Endlich darf er in den Puff gehen. Endlich darf er sich irgendwie von einer minderjährigen Domina auspeitschen lassen, seine Frau verlassen, Crack rauchen und wird später Bundespräsident oder ähnliches. Also so unterschiedlich ist das Leben. Bei uns haben wir gesagt, in Hamburg-Stelling, wo ich herkomme, diese Typen, die jetzt Politiker sind, das waren damals die blassen, ungefickten Boys, die immer damals, wenn man denen die Jacke abgezogen hat, dann wurden die, hör auf zu klatschen, Spinner. Du bist hier von Extra 3 und musst klatschen, damit die dann mitklatschen. Ich kenne das ganze Prinzip. Das hier ist wirklich ein menschliches Pamphlet. Das ist ja nicht vorgegaukelt oder so, ja? So sehe ich die Dinge nun mal. Ist der eingekauft? Ist das der Vorklatscher? Der Vorklatscher. Es ist nun mal, das war der Vorklatscher. Zeig Bild mal ganz kurz auf den Vorklatscher. Ich muss weitermachen. Alles egal. Wer übrigens über 40 ist und Popstar, der kann jetzt weitersaufen, kann über einen roten Teppich laufen und alles so ein geil, Alter, Udo hat durchgehalten. 20 Jahre nur Scheißplatten gemacht, aber jetzt ist er nochmal mit 70 irgendwie ganz weit oben, so, ne? Ja, sorry, ist nun mal so. Viele Jahre dazwischen, die werden dann einfach mal über den Deckmantel, also da bekommt ein Deckmantel drüber, weil das einfach auch scheiße war. Weiter geht's im Text. So, die interessante Phase ist eigentlich vorbei. Das muss man wirklich sagen. Also, habe ich das alles geschrieben, was da auf dem Text steht? Mach mal weiter den Text, das ist alles nicht gut. Okay. Lassen wir den Quatschtext weg. Jeder, der hier arbeitet bei Extra 3, ist mir aufgefallen, ist über 40 Jahre alt. Ich bin vorhin hier in die Redaktion gekommen, habe dieses Publikum gesehen und mein erster Gedanke war, hier hat heute Abend keiner mehr Sex. Also, sorry, ist nun mal so. Aber ich glaube, es ist völlig legitim, dass nur ältere, vom Leben gezeichnete und wettergegerbte Menschen hier arbeiten. Was sollen junge Hipster, junge Menschen, die jetzt gerade im Saft sind, sich für Politik interessieren? Die können tindern und sich jeden Tag den Penis und die Muschi vögeln. Das ist wirklich was. Sorry, wenn ich das kurz sage. Fakt, wenn ich jetzt 20 wäre, hätte so eine Möglichkeit, ich würde doch nicht Extra 3 gucken. Das ist völlig legitim. Das hier ist für ältere Leute gemacht. Und wisst ihr was? Ja. Tut mir leid. Junge Leute haben Möglichkeiten, auf Instagram oder Facebook irgendein geiles Leben vorzugaukeln, was sie niemals leben werden. Aber Hauptsache das Vorgaukeln, das klappt schon mal ganz gut. Und ich glaube, es ist völlig legitim, dass man ab 40 ein bisschen verbittert, stichelt, stachelt, nach oben tritt. Ich glaube, das gute Recht hat man dazu, weil 40 ist das neue 50. Schönen Geburtstag noch. Tschüss. Vielen Dank, Olli Schulz. Liebe Zuschauer, ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis. Viele wissen das nicht. Für Extra 3 arbeiten Leute, die sind nicht nur über 40. Nein, die sind im Nebenjob ganz groß in Hollywood. Richtige Starregisseure. Ein komischer Vogel neben einem wild gewordenen Adler. Das sind die Zutaten für einen klassischen Extra 3 Clip. Genial in Szene gesetzt von Regisseur Steven Spielberg. Seit 40 Jahren dreht der beste Regisseur der Welt alle bescheuerten Clips für Extra 3. Okay, der Vogel soll ihm in die Hand hacken. Und Trump, du guckst einfach bescheuert. Genial. Es ist für einen Regisseur einfach das Größte, für Extra 3 zu arbeiten. Ich meine, E.T. oder Jurassic Park, sowas kann jeder. Aber diese Extra 3 Clips, das ist ganz großes Kino. Anfangs dreht Spielberg für Extra 3 mit Statisten und aufwendigen Requisiten. Heraus kommen Meisterwerke wie der Schubkarrenpanzer von der Bundeswehr. Oder Mann fällt mit Tür ins Haus. Immer auf der Suche nach platten Gags holt Spielberg sogar Tiere vor die Kamera und schafft Klassiker wie diesen. Doch Spielberg will mehr. Er beginnt mit echten Politikern zu drehen. Sein erstes Werk nennt er Putin Brokeback Mountain. Wenn
Das war so dermaßen bescheuert. Ich bin ja eigentlich eher der seriöse und zurückhaltende Typ. Aber Spielberg sagte, das ist für Extra 3. Und ich liebe die Sendung nun mal. Nach dem Erfolg mit Putin geht Spielberg noch einen Schritt weiter. Lässt George Bush mit Schuhen beschmeißen. Gerhard Schröder mit literweise Schnaps abfüllen. Und stellt die junge Angela Merkel hinter eine Drehorgel. Jetzt kommen wir mal frei. Ich sagte, was? Die singt ja wie die abgestochene Katze meines Nachbarn. Aber dann dachte ich, genial, Angie. Das ist so scheiße, dass es schon wieder gut ist. Spielberg geht für Extra 3 an die Grenzen des Machbaren. Kein Gag zu platt, kein Stunt zu wild. Wie zum Beispiel beim Clip Siggi gegen die Wand. Er wollte die Szene unbedingt ohne Double drehen. Naja, seitdem hat er halt einen Knacks weg. Fortan dreht Spielberg nur noch ohne Double. Er setzt Präsident Erdogan auf einen wild gewordenen Gaul. Mit Erfolg. Und Schnitt, sehr gut. Was für ein Trottel. Spielberg und Extra 3. Bekloppte Clips für die Ewigkeit. Oh Mann, und das alles von ihrem Gebührengeld. Vielen Dank, Tobias Doll. Eine weitere Extra 3 Spezialität sind ja die Realsatiren, also die Filme aus der Rubrik Der reale Irrsinn. Es gibt da Themen noch und noch. Es gibt zum Beispiel die klassische Brückenposse. Hier steht seit kurzem eins der schönsten Denkmäler deutscher Baukunst. Das Werk kommt aus dem Nichts und führt ins Nichts und trägt den Namen Brücke Weg Hesseler. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Themen. Es ist groß, es ist lang und es ist direkt vor den Toren seiner kleinen Stadt Rödental. Diese gigantische Brücke hat der Bund hier in Oberfranken gebaut. Okay, da war jetzt noch eine Brückenposse, aber wir hatten auch ganz viele andere Themen beim realen Irrsinn. Also die Ostseeinsel Pöhl in Mecklenburg-Vorpommern hat eine nagelneue Brücke. Die Brücke von Ramsenthal. Die Brücke von Bonafort. Die Holländerbrücke in Rheinbeck bei Hamburg. Okay, es sind fast immer Brücken. Also jetzt fällt es mir auch auf. Extra 3 hat, glaube ich, mehr Brücken als Venedig. Hamburg übrigens auch. Berlin, London, Amsterdam auch. Alle mehr Brücken als Venedig. Ich weiß gar nicht, wieso vergleichen wir immer alles mit Venedig? Ich glaube, jede Stadt der Welt hat mehr Brücken als dieses blöde Venedig. Aber ich komme vom Thema ab. Sie fragen sich wahrscheinlich auch, wer ständig diese halbfertigen Brücken für uns baut. Kann ich Ihnen sagen, das ist die Extra-3-Tochterfirma weder hoch noch tief GmbH. Die nur zu diesem einen Zweck gegründet wurde. Und eine Fachkraft für realen Irrsinn bei Extra 3 ist Daniel Sprenger. Und der erklärt Ihnen jetzt mal, was in so eine schöne Realsatire alles reingehört. Eine Realsatire, wie Sie sie von Extra 3 kennen und schätzen, ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und das jedes Mal aufs Neue. Schritt 1, das Thema. Nicht alles eignet sich. Diese Garage, nichts Besonderes. Diese hier hingegen, schon irgendwie. Oder diese Häuser, total öde. Bei diesem hier jedoch gibt's Potenzial. Trautesheim, Glück allein. Direkt zwischen Autobahn und Autobahnabfahrt. Klar, dass der Bewohner diesen Ort nicht verlassen möchte. Fernab von Großstadthektik und Lärm hat er sich ein kleines Refugium geschaffen. Schritt 2, die Protagonisten. Auf sie kommt es besonders an, sowie auf Schrankenwärter Laumann und seinen spannenden Berufsalltag. Er bewacht diesen Bahnübergang am Ende dieser Sackgasse bei Großdüngen. Und dieser Bahnübergang ist einzig und allein für die Bewohner dieses gottverlassenen Häuschens da. Aufgabe unserer Protagonisten, gegen vermeintliche Gewissheiten ankämpfen. In Oldenburg ist Laub nicht gleich Laub. Um jetzt von diesem Laub Straßenlaub zu machen, brauche ich es einfach nur, auf die Straße zu werfen. Um davon Grabenlaub zu machen, schmeiße ich es einfach in den Graben. Und um davon Grundstückslaub zu machen, werfe ich es einfach
aufs Grundstück. Denn in Oldenburg werden die Laubarten unterschiedlich entsorgt. Solche Vorschriften lassen wir uns gerne erklären. Schritt 3, die Verantwortlichen. Das sollte privat sein, das sollte Straße sein, so Entschuldigung. Und das, jetzt bin ich auch wieder reingekommen. Nicht schlimm, ist ja lustig. So wie die Begründung der Stadt Kiel, warum diese Aussichtsplattform nicht nutzlos ist, auch wenn sie hinter Bäumen steht. Dort hinten haben Sie die Sichtachse auf die Einfahrt der Schiffe in die Schleuse. Und hier sehen Sie die Schiffe samt der Ladung in der Schleuse. Was für ein Blick. Und dann erst diese Brücke ohne Boden, direkt über einer Ampel. Ist die wirklich sinnvoll? Wie sehen das wohl die Herren vom Nürnberger Bauamt? Das ist so nett. Aber das kommt wahrscheinlich dann. Genau, die beiden haben Realsatiren verstanden. Liebe Zuschauer, wir kriegen ja wahnsinnig viel Post. Wir kriegen wirklich sehr viel Post. Und ja, man stellt fest, Menschen fühlen sich provoziert von unserer Sendung. Menschen schlagen dann auch verbal zurück. Wir kriegen sehr viel Kritik inzwischen von AfD-Wählern, die sich darüber aufregen, dass wir sie beleidigen und auslachen. Meist kommt dann hinterher, ja, und das wird auch noch bezahlt von unserem Geld, von unseren Zwangsgebühren. Dazu würde ich gerne mal eins feststellen. Klar, ihr zahlt für Sprüche, die euch nicht gefallen. Andererseits, die AfD hat seit 2014 schon über 10 Millionen Euro Wahlkampfkostenerstattung bekommen. Ja, das heißt, wir zahlen eure Scheißsprüche auch mit. Sind quasi zusätzliche Müllgebühren. Und haben wir uns darüber jemals beschwert? Nein, haben wir nicht. Aber... weil heute nun mal unser Geburtstag ist und alle gute Laune haben, jetzt mal einen Vorschlag zur Güte. Ihr dürft einmal bei uns in der Sendung zwei Sätze sagen, die euch gefallen. Ja? Und wir dürfen dafür in euer Parteiprogramm zwei Sätze reinschreiben, die uns gefallen. Das wird auch fair, oder? Ich finde schon. Die meisten Briefe, Mails und Kommentare liest außer uns keiner. Leider. Es ist schade, denn einige sind es durchaus wert, einmal vorgelesen zu werden. Und das machen wir jetzt einfach. Sie glauben nicht, was wir alles kriegen. Es ist alles kein Quatsch, alles echte Briefe und vorgelesen von unseren Fachkräften Olli Schulz und Oliver Kalkofe. Ich weiß, dass dieses Schreiben für einen Arsch ist. Leider habe ich kein weicheres Papier zur Hand. Sehr geehrter Herr Saupreis Ehring, da Sie uns Bayern offensichtlich kollektiv für völlig schwachsinnig halten, möchte ich Sie nun einfach bitten, nie wieder Ihren Scheißkadaver in unser schönes Land zu bewegen. Sie dämlicher Haldenrutscher. So, das ist doch mal nett. Das ist doch mal wirklich was. Also wirklich mit Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Werter Herr Ehring, wenn ich Sie höre, fallen mir als Vergleich sofort Karl Eduard von Schnitzler und Josef Goebbels ein. Sie sind ein gewissenloser Demagoge, der sich von unseren Gebühren durchs Leben schlägt. Ja, liebes Extra-3-Team, ich kriege demnächst einen von euch in die Finger und dann schneide ich ihm den Kopf ab. Ich brauche noch ein Hurensohn-Kostüm. Ja, ist ja bald wieder Fasching. Ist Fasching bald wieder, ja. Lila B. Tobias Schlegel ist ein Arschloch. Ich glaube, das weiß er selbst. Mir tun seine Eltern, seine Großeltern leid, die ihm sein Studium und so weiter bezahlt haben und ihm auch heute bestimmt noch einiges hinten reinschieben müssen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas abschicke. Aber der Trottel hat es nicht anders verdient. Ja, relativ höflich, ne? Da kriegen wir bei dem Privaten aber härter. Mit Rechtfertigung. Was müssen wir uns noch alles bieten lassen? Verfluchtes, gekauftes, US-höriges Mediennuttenpack. Sowas kenne ich, das ist ehrlich. Ich finde, ihr solltet mal ordentlich in den Puff gehen, euer erstes Mal bestreiten. Ja, denn Leute, die sich so viele Gedanken über Politik machen, haben einfach nur Komplexe, da sie in Wirklichkeit einen kleinen Pimmel haben. Also Jungs, geht vögeln und saufen und macht was aus eurem Leben. Mit deutschem Gruß, euer Muschipirat. So. Ja. Das sind doch wenigstens mal konstruktive Vorschläge. Zum Lied über Polen. Sehr geehrte Redaktionäre, ich bin zwar kein Freund der Polen, aber da hat wohl jemand bei Extra 3 einigen Leutchen unter den Salon-bolschewistischen Hutdeckel geschissen. So. Ja, das ist hier mit Ansage. Verstanden.
zum Erdogan-Song. Jetzt mal im Ernst. Wenn Sie ein paar nette Satire-Videos-Songs für die USA-Regierung, NSA und für Putin in derselben Häufigkeit und in derselben herablassenden, beleidigenden Art schreiben würden, was Sie mangels Eier nicht wagen, dann würde ich Sie eventuell auf offener Straße zumindest anspucken wollen, was Sie dann als Geschenk auffassen dürften. Ja, aber ohne Eier kein Spucken. So ist das. Ja. Und auch sehr wichtig, hallo, wir sind Studenten, die Extra 3 immer verkatert ansehen. Leider ist das Scheißpublikum sehr laut. Ja, genau, mal an Sie mal an. Wir wollen die Kritik ernst nehmen, bitte. Ja? Könnten Sie bitte die Publikumsmikrofone etwas herunterregeln? Danke. Und bitte keine überraschenden Sprünge in der Lautstärke. Aber das Scheißpublikum ist das Schlimmste. So, das musste mal gesagt werden. Es tut uns leid. Das geht an Sie. Ja, leise klatschen. Vielen Dank, Olli Schulz und Oliver Kalkofe. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, unsere Zuschauer geben sich richtig viel Mühe mit dem Schreiben. Und wir haben den Anspruch, wir wollen Deutschlands benutzerfreundlichstes, Deutschlands zuschauerfreundlichstes Satire-Magazin werden. Deshalb gibt es nun diese offizielle Beleidigungsformular gibt es als PDF zum Download auf unserer Seite. Und da muss man dann einfach nur noch ankreuzen. Also was man sagen will. Einfach als Begrüßung ist schon vorgegeben, fickt euch ihr, ne? Und dann kann man ankreuzen, ihr Lutscher, ihr Wichser, ihr Hurensöhne. Hurensöhne dabei einmal mit und ohne Haar. Hinter dem Ö, ne, kann man sich auch so. Dann natürlich hier im Mittelteil, ganz wichtig, eure Scheiß-Kack-Mist-Sendung beleidigt entweder meine Nation, mein Gott oder meinen zu kleinen Penis. Und dann eine Bedrohung zum Ende, da steht zur Auswahl, hört auf. Oder ich, ne, schlag euch Krankenhaus, ficke euren Stammbaum, trete mit meiner CSU als Kanzlerkandidat bundesweit an. Und eine Verabschiedung kann man auch noch ankreuzen, Fahrt in die Hölle, Fahrt in die schlimmste Hölle, Fahrt in die allerschlimmste Hölle, Fahrt nach Pinneberg. Ja, also, das haben wir einfach mal angelegt als PDF. Sie ersparen sich viel Arbeit, wir ersparen uns viel Alkohol. Das ist sowieso erstaunlich, was hier im Schnitt getrunken wird. Also im Schnitt, wohlgemerkt. Ich trinke zum Beispiel so gut wie gar nichts. Es gibt dann aber auch Mitarbeiterinnen wie Jasmin Wenkemann. Prost, Bali sagt Prost, Prost, yeah. Philipp sagt Prost, Prost, alle machen mit und sagen Prost, Prost, Bo sagt Prost, Prost, Bali sagt Prost, Prost, Philipp sagt Prost. Das riecht ja richtig nach Alkohol. Das bin ich. Jasmin, es hält sie natürlich jetzt schon gar nicht mehr im Studio. Sie ist bereits auf unserer Extra 3 Aftershow-Party. Wir haben natürlich eine fette Party organisiert und schalten schon mal zu Jasmin an den roten Teppich. Jasmin, wer ist denn schon da? Das Who is Who der deutschen Promi-Szene. Extra 3 hat keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses großartige Jubiläum zu feiern. Dank ihrer Zwangsgebühren, liebe Zuschauer. Wer Extra 3 am allertollsten findet, das habe ich vorhin auf dem roten Teppich gefragt. Denn hier tummeln sich alle. Fotografen, Komiker, Spitzensportler, noch mehr Komiker. Jeder will mit Extra 3 feiern, auch unsere Zielgruppe. Der Kaiser kann mir doch bestimmt verraten, wie man 40 Jahre lang so erfolgreich ist wie Extra 3. Man muss runter aus der Komfortzone, also vom Sofa quasi runtersteigen und eben dann auch immer wieder arbeiten, ackern und eben es auch probieren und Rückschläge wegstecken. Und das alles hat Extra 3 natürlich in Perfektion gemacht. Also gerade die Rückschläge haben sie ausgekostet und dann und eben... es waren viele. Trotzdem, ja, es waren einige. Ich habe sie alle gesehen. Ja, natürlich. Okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische, liebe prominenten Extra 3 Fans. Was mögt ihr denn an unserer Sendung am liebsten? Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsmoment von Extra 3? Von Extra 3? Ja. Das sagt mir jetzt gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Lieblingspersönlich Extra 3 Moment? Wofür hätte Extra 3 Gold verdient? Extra 3? Ja. Wie Extra 3? Kennen Sie irgendetwas von Extra 3, was Sie gerne sehen?
Nee. Haben Sie einen Lieblingsmoment von Extra 3? Bring mich hier nicht in die Bredouille. Entschuldigung, kann es sein, dass die alle gar nicht wegen Extra 3 hier sind? Haben die unsere Sendung etwa noch nie gesehen? Hab ich noch nie gesehen. Ja, das ist hart. So wenig Fernseher, ja? Das ist hart. Kennen Sie die heute Show? Die kenne ich. Sagen Sie, der Weltmeistertitel 2014, war das bedeutsamer oder 40 Jahre Extra 3? Für mich der Weltmeistertitel auf jeden Fall. Sorry. Tja, so sind sie, die Promis. Keine Ahnung von der Veranstaltung, aber Hauptsache feiern. Der Deutsche Satirepreis 2016 mit Oliver Kalkofe. Und wir kommen endlich zum dritten Nominierten, Horst Seehofer. Und weil es eine so poetische Nominierung ist, dazu ein kleines Gedicht. Es tobt und kreischt der Mob in Ocker, wenn Hotte kommt, der Bierzeltrocker. Ihm reißen Stimmband und Geduld, der Neger ist an allem schuld. Die Merkel pennt, der Horst ist panisch, die BRD wird muselmanisch. Er peitscht den Pöbel, Stimmung pur, Sehnsucht nach der Leitkultur. Der Staat braucht Mauern und auch Zäune. Das Land, das kriegt eine schöne Bräune. Wenn Hotte erst mal Kanzler ist, der Moslem sich ganz schnell verpisst. Burka, Bart und Schubbertänze, das wurmt den DJ Obergrenze. Worum's den Bayern nun mal geht, das Brauchtum, die Identität. Besoffen sein, das Weib betatschen, bleibt Privileg der Wurstapatschen. Die Tracht, das Kreuz, die Religion, er ist der Häuptling der Teutonen. Denn kleiner Hotte wär ganz groß, wär er die Asylanten los. Im Team mit Dobrindt, Söder, Scheuer ist Horst der Manuel Paraneuer. Und in seiner Spielzeugeisenbahn fahren sie längst heim, die Muselmanen. Ach, liefe alles doch nur schneller, so wie in seinem Hobbykeller. Wäre das Leben wirklich fair, dann wäre unser Kanzler er. Außen Kruppstahl, innen Wurst, so ist er, unser Seehofshorst. Darum der hartnäckig erkämpfte dritte Platz auf unserer nominierten Liste an Horst Seehofer. Und nun sind wir alle gespannt, wer es geschafft hat. Drei waren nominiert: Erdogan, Trump, Seehofer. Und the winner ist, wie auch in den letzten Jahren, mein Favorit, der Berliner Flughafen BER. Vielen, vielen Dank. Oliver Kalkofe. Mary, verdient. Der BER. Aber es geht in Ordnung. Denn ich glaube, dieser Flughafen wird uns auch in den nächsten 40 Jahren noch Stoff liefern. Jede Woche extra trocken. Seit 40 Jahren. Diese Show hat viel erlebt. Und ist immer noch da. Jede Woche steht der Wahnsinn vor unserer Tür und wir drehen ihm schöne Locken und sagen ab dafür. Manche waren beleidigt, einer sogar sehr, und nicht nur Erdogan wünscht sich, es gäbe uns nicht mehr. Doch was sollten wir sonst machen mit dem geballten Stuss? Manchmal muss man einfach lachen, damit man nicht schreien muss. Das kann uns keiner nehmen. Lass uns die Gläser heben. Das kann uns keiner nehmen. Wir machen Witze, um zu überleben. Wir können uns auch sonst nicht wehren. Prügeln ist nicht gesund. Mit Waffen kann hier keiner umgehen. Wir waren doch alle nicht beim Bund. Haben wir denn was verändert? Das ist schwer zu sagen. Doch wir lachen trotzdem weiter, auch noch in 40 Jahren. Das kann uns keiner nehmen. Lasst uns die Gläser heben. Das kann uns keiner nehmen. Wir machen Witze, um zu überleben. Meine Damen und Herren,
das war die große Jubiläumsgala. 40 Jahre Extra 3. Es geht weiter mit den Kollegen vom Medienmagazin ZAP. Und die machen etwas sehr Ungewöhnliches, aber auch sehr Sinnvolles, denn sie schauen einmal kritisch auf die Geschichte von Extra 3. Unbedingt dranbleiben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Jetzt kommen wir langsam zum Ende hier. Los. Ich hätte den Preis nämlich verdient. Aber ich verklag die Scheißsendung jetzt einfach. Recht. Hier. Du hättest den Preis verdient gehabt. Da gibt es keine Diskussion. Das sind einfach Arschlöcher. Was für ein Schrott. Mausi, kommst du? Zapp fängt doch gleich an. Ah, das Medienmagazin. Ich komme.